In die Medizintasche greifen. Werden hier schon Nachrichten verschickt, ey. Also der Raum hat sich jetzt auf jeden Fall schon mal grundlegend verändert. Ich gehe hier einfach nochmal ein bisschen weiter. Hier, da sind wir, wie lieber Marc. Ja, eben. Das ist ja das, was ich meine. Meistens ist es halt das, womit man eher groß geworden ist. Also es gibt genug bei mir im Freundeskreis, die gerade halt eine LAN-Party-Zeit und hast du nicht gesehen, die haben nur auf dem PC gespielt, die hatten nie eine Konsole. Ich habe genau das Gegenteil gemacht. Also ich hatte nie einen guten Rechner, der war halt immer nur wirklich Office-mäßig und ab und zu mal ein kleineres Game, wenn das überhaupt geschafft hat. Hatte die Games dann immer eher auf Konsole, so das zieht sich dann so ein bisschen durch die Gaming-Karriere, würde ich sagen. Ich mag GTA generell nicht mal. Ah, ich lieb's. Weiß nicht, ob es genau die Mischung ist oder so, aber das ist irgendwie immer wieder, falle ich drauf zurück, ist immer genau mein Game so. Übrigens aktuell noch ein Let's Play auf unserem Kanal. Nur mal ein bisschen Werbung nebenher. Apropos Werbung nebenher. Wurde geschrieben. Die Dame des Hauses nämlich. Muss ich gleich mal Ryan hören. Wurde bilingual großgezogen. So. Ja. Cool. Das funktioniert doch. Oh, das sieht mir irgendwie nach Kugeln aus. Und es ist jetzt mittlerweile, ne, du wirst in den ersten Leveln so kaputt geschissen mit Medipacks und jetzt mittlerweile kommt nicht mehr ein einziges. But why? Oh. Da ist irgendwie so ein Paket. Da muss ich über die Mucke mal ein bisschen drüber ballern. Wenn mir das jetzt so schon auf dem Silbertablett hier präsentiert wird mit den Gegnern, dann... Was hat Peter eigentlich damals so gesagt zu dem Ganzen? Jetzt wo Far Cry ja momentan eigentlich sich immer verschrien wird. Also die Sache ist jetzt die, da ist zwar ein Medipack auch mit dabei und ich nehme einfach mal groß an, dass das ein Secret ist und ich habe gerade wieder irgendwie aufstoßen. Da geht es auf jeden Fall noch weiter runter. Die Sache ist, wir können ja speichern. So oft wir wollen. Außer wir machen Achievements. Na guck mal, das als Dingens hätte ich es schon direkt bekommen. Ja, okay, das für den Fliegenschiss da. Shotgun Shells, die werde ich jetzt höchstwahrscheinlich auch brauchen. Und vor allem Magnum Muni. Ne, Uzi Muni war es. Sagen, aber jetzt gerade im Nahkampf dann doch vielleicht mal ein bisschen mit den dickeren Bummen rumballern. Okay. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ich nicht noch alleine hier bin. Also oben schwimmt noch das Krokodil. Und hier in den Ritzen von dem Ganzen wird höchstwahrscheinlich auch noch irgendwas lauern. Deswegen bleibe ich jetzt einfach mal bei den Magnums, würde ich sagen. Oder auch nicht. Vielleicht lauert, also das, was hier gelauert hat, ist dann schon längst weg. Das Gute ist, man kann immer wieder mal zurückschalten auf die alte Version, die ist ein bisschen heller. Da kann man dann vielleicht noch ein bisschen mehr sehen. Ein Beispiel dieses Medipack. Ja, okay, das hätte ich jetzt aber auch so sehen sollen. Da bitte ich mich aber. Ich frage mich, was da schiefgelaufen ist, aber ich habe 4 Teile davon angefangen, habe keinen davon länger als eine Stunde oder so. Hm. Weiß aber auch tatsächlich nicht, also es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt GTA 6 zum Beispiel dem Trailer irgendwie entgegengefiebert habe, so vor wie, oh, hier GTA Online. So, GTA Online ist cool, spiele ich auch ganz gerne einfach immer so ein bisschen idle-mäßig nebenher, aber ich
weiß ich nicht, ich halte mich unfassbar gerne in diesen Welten auf. Dieses einfach nur ein bisschen da rumfahren und solche Geschichten, das finde ich eigentlich immer ganz cool. Aber ist ja dann auch wieder Geschmackssache, ne? Man kann so viele Sachen einfach mit Geschmackssache klären, das ist ein Traum. Na, wir gucken hier mal weiter nochmal. Ist das hier. Also, wir sind ja immer noch wahrscheinlich so in den Outskirts von dem Kolosseum. Und, da ist ein Medipack. Werde ich aber von hier aus, glaube ich, nicht erreichen, oder? Das machen wir jetzt nochmal eben. Oder mache ich gleich die Pause? Machen wir gleich nochmal kürzen, ein kleines Käfipäuschen, Schrägstrich. Ich muss mal, ne, wohin? Und kann dann auch mal hier die Nachricht abhören. Dann machen wir dann direkt wieder weiter. Und bis dahin machen wir jetzt nochmal auf jeden Fall nochmal ein bisschen. Ah, okay. Das Medipack bekomme ich noch, aber dann muss ich mich bis komplett nach links einmal durchhangeln. Habe so ein bisschen das Gefühl, die haben Bock auf mich. Ich weiß auch nicht. Hätte ich schon meinen Schatten angreifen. Dies war nicht gut. Sei denn, ich kann jetzt hier oben stehen bleiben und die kommen irgendwie in meine Richtung. Käse. Jo, da. Das ist doch ganz angenehm. Jetzt kann ich mich hier wieder durchschießen. Schön aus sicherer Entfernung auf den Poppes schießen, so habe ich es gerne. Dann an einer Fledermaus sterben. War irgendwo noch ein Löwe. Ich glaube, der ist aber jetzt auch komplett einfach in diesen Gang reingerannt. Ich weiß nicht, ob der jetzt jemals nochmal da raus oder wiederkommt oder was, oder ob der jetzt dann doch gestorben ist. Bin aber auch sehr erstaunt darüber, wie weit das hier tatsächlich noch reingeht. Ah. Munition. Zumindest Magnum. Zweimal Magnum, sehr gut. Die kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Die Uzis habe ich bisher noch nicht gefunden, aber. Das kann ja noch kommen. Also eine Sache, ich habe nämlich überhaupt keine Ahnung, wo die eigentlich jetzt im Game sind. Wusste auch nicht, dass die Shotgun relativ früh kommt. Ich glaube, im zweiten Teil hat man sie ja schon. Da war der Löwe. Ja gut, dann kann ich jetzt nochmal speichern. Immer mal wieder. Immer schön dran denken. Bin dafür bei Saints Row geblieben. Das ist wahrscheinlich eine Menge GTA-Liebhaber kommen nachvollziehen. Du, also prinzipiell finde ich, das sind immer zwei sehr unterschiedliche Games. Nicht komplett. Aber Saints Row hatte für mich halt immer mehr noch so dieses Adventure-mäßige. Gerade auch die späteren Teile dann. Während GTA ja dann doch ein bisschen mehr auf Realismus geht, auch wenn man das mit den ganzen Jetpacks mittlerweile auch nicht mehr so glauben mag, aber das ist Geschmackssache. So, hier einmal auch nochmal durchgelaufen. Wir haben jetzt auf jeden Fall wieder ein paar Medipacks. Wie sieht's aus, gesundheitstechnisch? Ja. Und ich bin fest der Überzeugung, die haben fürs Remaster irgendwie die Fledermäuse genervt. Irgendwie habe ich das im Gefühl, weil ich meine, die waren nie so einfach, oder? Ich muss da an den zweiten Teil denken. Aber hier ist es ja teilweise wirklich einfach nur ein ganz normaler Pistolenschuss und die haben sich. Und ich glaube, das war nicht so. Kann mich aber auch irren, wie gesagt. Kann auch daran denken, dass das vielleicht der zweite Teil war oder so. Ah. Warte mal.
Ach lol, ja, okay, jetzt weiß ich auch wieder, wo wir sind. Das heißt, wenn ich da jetzt runtergefahren. Ja. Völlig umsonst da unten geklatscht. Ich hätte mal oben nochmal bleiben sollen, vielleicht bei dem Wasser mit dem Krokodil. Das hätte vielleicht sogar Fortschritt gebracht, aber jetzt habe ich den ganzen Raum da unten vielleicht mal geklärt. Das ist auch mal was. Geklärt wahrscheinlich. Benutze ich jetzt mal mit Vorsicht, weil ich glaube, da sind noch ein paar Sachen, die man hätte vielleicht nochmal finden können oder so. Dies ist eigentlich der Raum, um den es hier geht. Und vor allem auch das Gewässer weiter oben dann wahrscheinlich. Es ist nur die Frage, warte mal. Ach ne, von oben, ne? Und weiter oben. Man bleibt zum Glück nicht so leicht an Ecken hängen wie bei GTA. Womit wir wieder das Thema haben. Nur gegen Wände laufen, das kriegen wir ganz gut hin. Hüp. Ich habe tatsächlich schon richtig Bock auf den dritten. Nicht mal wegen dem Abenteuer an sich, weil das Abenteuer vom dritten habe ich nie gespielt. Aber ich liebe es, in der Villa rumzulaufen, weil das war damals, wenn wir bei meinem Onkel zu Besuch waren, seinerzeit, der hatte das neu auf dem PC. Da habe ich dann auch mal mit der Maus und Tastatur dann Tomb Raider gespielt. Bin klicklich gescheitert. Und, fuck you, ey. Oder dieser eine Schritt zu viel. Das war immer meine Beschäftigung dann gewesen. Wenn dann Mutti Kaffee gekriegt hat und Kuchen und so, dann wurde ich halt vor den Rechner gesetzt und konnte Tomb Raider 3 spielen. Tomb Raider! Wie es ja richtig heißt. Aber wieder ein bisschen aufsetzen, ja. Das eine Spiel verursacht halt realistisch zu sein, das andere lässt sich Gegner mit der Kraft von Dubstep und Friendship. Ja, dann können wir dich verwandeln. Ja, und ich glaube, gerade weil ich eher so auf diese realistischere Schiene stehe, ist das eher dann meins. Saints Row hat mich relativ früh verloren. Also ich hab's dann immer noch mal wieder. Das war jetzt richtig dumm. Ja, das lade ich neu. Das sehe ich gar nicht ein. Ja, war doch nicht so neu. Ja, egal. Leider ist jetzt Twix und sendet sich nichts. Ich kann sagen, das Midi-Pack nehme ich dann jetzt auf jeden Fall nochmal mit. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, Tomb Raider 3. Tom Twix war lecker, Ne, Tomb Raider 3. Also ich glaube, das ist dann aber auch die Endform von der Villa. Im zweiten Teil gibt es ja dann zumindest den Außenbereich auch schon mit Labyrinth und hast du nicht gesehen, aber ich glaube bei 3 kommen ja dann auch noch so ein paar Secrets hinzu mit ein paar Räumen, die man erkunden kann. Ich glaube, du kannst einfach einen so einen 2-3-Stunden-Stream, den wir jetzt nachmittags haben, einfach komplett damit füllen, in dieser Villa rumzulaufen und da habe ich übel Bock drauf. Also das wird ein sehr, sehr schöner Trip in die Nostalgie so. Weil der erste liegt für mich noch nicht so weit zurück, den haben wir seinerzeit noch auf dem alten Channel gespielt, als Retro-Wunsch noch. Davor habe ich Tomb Raider 1 nie gespielt. Was ich damals früher, also was ich sehr oft gespielt habe, weil es auch irgendwann in der Computerbildspiele, glaube ich, war, als Free-Version, war der zweite. Und ich glaube, der zweite ist auch der, den sehr, sehr viele Leute auf dem Schirm haben mit Venedig und überhaupt. Kann ich mal aufhören, da jetzt. Ich habe schon wieder nicht gespeichert übrigens, ne? Ja, ist egal. Ist jetzt ein Medipack und ich speichere jetzt hier unten. Oder eher da oben. Hochlatschen kann ich ja eben machen. Mehr speichern, Kinder. Dann der Welt schon wieder geholfen. Na, aber 3. Nur die Villa. Das Abenteuer, was da drumherum hängt, keine Ahnung, habe ich noch nie gespielt. Werden wir dann machen. Aber die Villa, das wird schön. Da habe ich Bock. Natürlich werden wir den Butler auch einsperren im Gefrierfach. Das ist ja gar keine Frage. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er dafür ein Achievement kriegt. Genauso wie wir in dem Level noch eins kriegen, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Weil das ist ja eigentlich auch so mit das bekannteste Easter Egg aus dem ersten Teil, wenn ich mich korrekt erinnere.
Gerade will er nicht gespeichert, kann das sein? Jetzt aber. Beim Hochgehen. Aber irgendwie, ich weiß nicht, also Englischkenntnisse bei Videospielen damals auch immer on point gewesen. Also Tomb Raider, das ist irgendwie so ein Klassiker. Crash Bandicoot war dann auch immer sowas. Das Coot habe ich wenigstens hinbekommen. Aber da gab es immer so ein paar Beispiele. Ich glaube, Katz hat auch Hunger. Wird langsam echt Zeit für eine kleine Pause, aber Minütchen noch. Gucken jetzt nochmal hier, was es hier noch so zu gucken gibt bei den Crokies. Sind sehr zuträgliche Gegner auf jeden Fall, die sehr viel Raum dafür lassen, dass man einfach die kaputt schießt. Schieße übrigens wie Käse, nicht wie Schießen. Ist das das, was meine Mama immer mit Schießspielen meinte damals? Wer weiß. Die Katze sitzt sehr. Fast was Melancholisches, wie sie da sitzt. So ein bisschen sehr traurig, so verwinkelt. Kannst mal gucken. Ich glaube, mein Napf ist leer. Der ist noch nicht mal leer. Der Safe ist da wieder so ein Kringel und man kann in der Mitte einen so einen Brecki Boden sehen. Daraus wird jetzt wieder eine große Nummer gemacht. Aber wir regeln das gleich. Ein, zwei Minütchen gibt es noch, dann können wir die Pause nämlich genau passend machen zum Cut im Let's Play. Ah, das war ja jetzt sehr intelligent. Dann wird hier einmal Napf aufgefüllt, Kaffee aufgefüllt, Wasser geholt, Sprachnachricht von der Frau abgehört, alles. Das wird so eine richtig schöne 5-Minuten-Pause. Und das hat jetzt erstaunlich gut funktioniert. Hallöchen, Secret. War das jetzt auch alles nur für ein Secret hier? Oder wie machen wir das? Ich hätte mir nämlich schon gewünscht, dass es hier vielleicht noch ein paar andere Sachen gibt tatsächlich und nicht einfach nur einen Secret-Raum. Ja gut, da oben ist halt, sind Druckplatten, ne? Da kommen wir dann wieder hier hin. Aber da müssen wir ja auch erstmal dahin kommen. Zweimal hin in einem Satz, auch kacke. Ist ja ein Napf recht tief, so ein typischer, so ein Alu-Napf. Also tief im Sinne von für die Katze tief, aber prinzipiell meinst wegen den Schnurrhahn. Also ihr normales, also ihr Feuchtfutter kriegt sie halt immer auf den Teller. Richtig schön dekadent. Aber der Napf, das ist so ein Mittelding, aber bisher, selbst wenn sie unten an den Breckis so ein bisschen am Nummeln ist, kommt sie mit ihren Schnurren eigentlich nicht an den Rand. Das haben wir schon mal beobachtet und ich habe sie auch gerade wieder knuspern gehört. Also so schlimm kann es nicht sein. Doch. Ja. Was ist los? Jetzt an zu diskutieren. Ich bin mir jetzt gerade sehr uneinig darüber, was hier eigentlich gerade los ist. Ist hier noch irgendwo ein Tunnel? Okay. Ja, ich komme sofort. Braucht jemand Aufmerksamkeit? So, pass auf, wir gehen jetzt einmal aus dem Wasser raus. Und dann mache ich euch ein bisschen die Clipshow-Pause an. Das heißt, hier machen wir dann auch den Cut. Dann gibt es ein Päuschen. Weiß nicht wie lange. Also ein bisschen Kaffee. Ich weiß auch nicht, was sie mir jetzt geschickt hat. Wenn sie mir jetzt eine 10 Minuten Sprachnachricht geschickt hat, weiß ich auch nicht, was los ist. Ansonsten sehen wir uns dann einfach gleich wieder, sobald ich aufgehört habe mit Faxen. Um das Ganze zu besiegeln, gibt es jetzt nochmal einen Speicherpunkt und dann wird sich hier um alles gekümmert, würde ich sagen. Ne? Also bis gleich, sofern ich den Knopf gefunden habe. Da ist er. Viel Spaß mit vergangener Zeiten. Clips gelöt.